Hallo liebe Leute und weiter geht es mit Breath of Fire 2. Und nachdem wir den Koch besiegt haben in der letzten Folge, hat er sich ja in diesen Raum hier verdrückt. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen mal, was uns da erwartet. Ein Restaurant? Okay. Seid ihr jetzt wütend, weil wir versucht haben, euch zu kochen? Nein. Nein, sind wir nicht. Wirklich? Ihr seid zu gütig. Es ist schwer, jemand zu vergeben, der versucht hat, euch umzubringen. Ihr habt ein sehr gutes Herz, nicht? Ja, haben wir. Ich bin so froh. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Ich zeige euch einen Trick, weil ihr mir vergeben habt. Der den Trick lernen soll, muss zu mir kommen. Was für ein Trick ist das? Ach komm, benutzt mal ihn. Soll ich DJ KA den Trick beibringen? Mach mal. Okay, ich werde DJ KA den Trick beibringen. Gut aufgepasst. Was zur Hölle? Was war das? Ach was, DJ KA hat gelernt, wie man Schnipp benutzt. Dieser Trick ist echt nur das Schärfste. Das glaube ich dir aufs Wort. Mal gucken. Ist das bei Magie? Jo, Schnipp. AP-Konsum 0. Geil. Okay, kann das auch noch jemand anders lernen? Wäre auf jeden Fall geil. Dieser Trick ist echt das Schärfste. Nee, schade, kann keiner mehr lernen. Wir ernähren die Starken, indem wir die Schwachen für die Starken kochen. Und weil die Starken gerade die Schwachen essen und die Schwachen keine Chance gegen die Starken haben, denken sie, dass die Starken... Ach, wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay, was befindet sich hier in der Toilette? Toll. Mehr ist hier nicht. Das heißt, wir können ja noch nicht mal irgendwie essen oder so. Nix? Gar nix? Hallo? Echt nicht? Wir lernen nur einen Trick? Nur für einen Trick bin ich hier hingekommen? Ach man, ist das blöd. Okay, trotzdem danke. Gut, kriegen wir wenigstens... Ja klar, wir sind auf einmal wie am Eingang. Kriegen wir wenigstens unsere Ausrüstung wieder. Hier sind ihre Sachen. Danke für ihr Kommen. Haben wir sie jetzt wirklich wieder? Auch komplett ausgerüstet und so? Rüstung. Wunderbar. Ich bedanke mich. Guti. Und jetzt sollte ich möglichst nach einem Hotel oder sowas Ausschau halten. Weil sonst habe ich hier ein großes Problem. Ich habe hier bald absterbende Charaktere. Und was haben wir hier? Katzenhai. Klingt stark. Ist bestimmt auch stark. Naja, bis jetzt noch nicht so. Abwehr plus, gut ist nur der. Solange es nur der andere ist und nicht er selber, geht's ja noch. Wie viel zieht... Oh, 8. Kacke. Okay, jetzt bist du aber weg, oder? Ja, gut. Oh, die ziehen verdammt viel ab. Das kann ja ein Spaß werden. Verdammter Spaß. Vor allem gegen den hier noch. Gegen den letzten Katzenhai. Katzenhai? Was ist überhaupt ein Katzenhai? Ich habe noch nicht mal ein Katzenhai gesehen oder geschweige denn davon gehört. Und du hast Rinpu getötet. Warum immer Rinpu? Ah, oh, die Ärmste, ey. Die kriegt gar keine Erfahrungspunkte mehr. Okay, Magie? Nina? Okay, Nina kann keine Magie mehr einsetzen. Ganz toll. Wie viel zieht erneuern ab? 10. Mist. Okay, ich habe aber auch wieder Lebenskelch, genau. Wiederbelebung gefallener. Jetzt ist die Frage... Moment, ich habe ja noch Kräuter. Okay, benutze ich ein Kraut auf dich, eins auf dich, eins auf dich und dich belebe ich dann mit einem Lebenskelch mal wieder. Zieht sogar das Ganze ab, ja. Gibt sogar das Ganze wieder, ist doch wunderbar. Das ist doch wirklich wunderbar. Und... Ich muss jetzt sehen, dass ich eine Stadt finde. Oh ne. Belzebub. Das sind also Mini-Satans. Ist ja geil. Beelzebub. Also wie komme ich da auf Namen Capcom, ey? Na gut, man muss auch bedenken, ich glaube die Übersetzung in diesem Patch von den Namen sind die japanischen Namen. Ich weiß nicht, ob in der US-Version die Gegner auch so heißen, ich glaube eigentlich nicht. In der Europa-Version, also in Englischen... Weiß ich auch nicht, also US-Version und Europa-Version sind ja eigentlich dieselben, weil in Europa wurde das Spiel ja auch nicht übersetzt ins Deutsche. Was ich schade finde, und hier ist der Turm.
Ich hoffe, es ist der Turm der Hexe. Wobei, ich hoffe es nicht. Ich meine, ich muss noch ein Hotel finden. Ich muss mich wieder hier auffrischen irgendwie. Verdammt. Ist ja die Frage, wo ich sowas finde. Aber ich würde sagen, ich gucke erstmal rein, was das für ein Turm ist. In der Hoffnung, dass das der richtige Turm ist. Dort, wo ich hin muss. Dann weiß ich nämlich schon mal, wo ich hin muss. Und wir befinden uns in Hexenturm, yes! Ah, die Musik sagt schon alles, das ist bestimmt so ein Turm, wo ich einen Bosskampf habe. Also verdrücke ich mich da erstmal. Gut, ich weiß schon mal, wo ich lang muss. Jetzt muss ich nur noch eine Stadt, ein Dorf oder sowas finden, wo ich mich... Oh nein, Steinkopf. Wo ich mich halt auffrischen kann. Weil sonst wird es ziemlich schwierig, im Hexenturm zu überstehen. Na gut, ich habe noch ein paar Kräuter und so. Aber trotzdem. Ich sollte wirklich vorbereitet in den Hexenturm reingehen. Ach du Kacke. Okay, wenn ich den als Gegner das nächste Mal habe, sollte ich die Flucht ergreifen. Eindeutig. Der ist wirklich zu stark. Noch ist er zu stark. Komm, bitte. Gut, wir dürfen noch als erstes angreifen. Wunderbar. 300. Yeah, Level 16. Warten 2. Wow. Ist das geil. Wir können verarzten 2. Na, wie viel heilt das denn? Magie. Verarzten 2. 7 zieht's ab und 100 gibt es. 7, 14, 21. Ach, kann ich nur dreimal einsetzen. Na toll. Egal, immerhin kann ich damit die Party komplett heilen. Ist auch schon mal was wert. Moment, ich kann ja noch einmal verarzten. Wer ist immer... Oh, alle sind angeschlagen. Scheiße. Gut, dann sollte ich als nächstes erstmal die Flucht ergreifen, falls ich einen Kampf bekomme. Und ich werde, wow, wieder mit einem Kampf konfrontiert. Und diese Gegner sind leicht, die besiege ich jetzt noch schnell. In der Hoffnung, dass keiner von meinen Charakteren hier stirbt. Nein. Okay, gut, Rippo lebt noch. Nein! Bitte nicht, ey. Bitte bring bloß keine meiner Charaktere um. Gut. Wunderbar. So. Jetzt muss ich überlegen. Ich würde sagen, ich benutze erstmal ein bisschen Kraut. Benutzen Kräuter. 3 habe ich noch. So, du kriegst ein du und du. So, das muss erstmal reichen. Zumindest so lange, bis ich... hier ist nichts. Warte, hier runter. Ist hier... War ich hier schon? Ich glaube, ja. Ja, hier ist nur dieses Schild mit diesen Wahlkeksen. Ich brauche aber keine Wahlkekse. Na gut, dann würde ich sagen, schwimme ich erstmal nochmal auf die andere Seite der Insel. Also nach Kapitan, um halt meine Party aufzufrischen. Rindpull erreicht Level 17, endlich! Wurde ja auch mal Zeit, ne? Ja. Damit ich halt die Partymitglieder hier nochmal auffrischen kann und vorbereitet in den Hexenturm gehen kann. Weil so wird das echt ein bisschen zu schwierig. Und ja, ich will den Hexenturm halt schaffen. Ich hoffe, das Level reicht noch aus. Ich glaube, wenn ich den Hexenturm geschafft habe, werde ich meine Partymitglieder erstmal aufleveln. Ich meine... Moment, ich weiß, wo ich mich auffrischen kann. Genau. Mir fällt es gerade ein. Hier unten war doch irgendwo ein Zelt. So, mit einem Drachen da. Diese Hütte, komische Hütte da, glaube ich, war es, oder? Ah, okay, vor dir fliehe ich. Nein, Flucht erfolglos. So, weg. Der ist mir eindeutig noch zu stark. So, gut, weiter. Hier war es doch, oder? War hier nicht der Typ, der hier am Campen war? Genau. So, unter freiem Himmel zu schlafen ist echt toll. Wollt ihr es auch mal versuchen? Ja, bitte. Wir müssen uns erfrischen, wir müssen geheilt werden. Ich bedanke mich. Und es ist wieder Tag. Und wir speichern erstmal ab hier bei dem Drachen. Für den Fall, falls wir sterben, werden wir hier wenigstens wieder belebt. Ja. Wollen wir. Natürlich. Seid bitte vorsichtig auf eurer Reise. Sind wir. Wir geben uns Mühe. Wir sind schließlich die Helden des Spiels. So, jetzt muss ich nochmal überlegen, wo ich nochmal lang muss. Ich glaube hier oben. Dann nochmal hier oben. Nein. Da kommt ein Kampf. So, komm. Euch mache ich schnell kaputt. Spezialattacke. Weg bist du, Belzebub. Satan. Satan als Fliege. Könnte man sagen. Ja, so würde ich es jetzt beschreiben. Weil Belzebub ist ja auch eigentlich der Nickname für Satan. Für die, die es nicht wissen. Dachte ich mir jetzt mal so, sage ich das mal. Und 5 Stück von euch, na geil. Und wow, der Auserwählte, die JKA, hier in diesem Fall. Was ist das? Was zum? Hat
Was zur Hölle? Hilfe! Was ist das? Hilfe! Scheiße! Diese Beelzebubs machen mir Angst. Aber jetzt haben bald schon alle Charaktere 100 HP. Das ist schon mal genial. Das macht mich echt schon glücklich. So. Gut, ich frage mich, was dieser Schädel da jetzt über meinen Kopf bedeutet. Kann man das irgendwie heilen? Oder ist das jetzt geheilt? Okay, ich werde sterben. Vitalkugel. Oh nein, Wiederbelebung. Mittel gegen Gift ersetzt. Erhöht Mut. Wird zum Angeln benutzt. Kräuter, okay. Ich gehe trotzdem jetzt erstmal hier rein. Und dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal Stopp. Ja. Ich mache hier erstmal eine Unterbrechung. Und im nächsten Video erkunden wir dann mal diesen nächsten Turm. Mal schauen, was uns erwartet. Also, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.